Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe meines Videotagebuchs hier auf YouTube. Hallo und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es im Wesentlichen um die neue Vlogging-Kamera. Das habt ihr bereits im Titel bereits gesehen, um welche Kamera es geht. Ich will kurz erklären, warum ich diese ausgewählt habe und dann halt das Unboxing zeigen. Bisher habe ich hauptsächlich mit einer Actionkamera gefilmt, einer kleinen, etwas älteren Samsung, mit der Kamera meines Sohnes. Aber ich denke mir jetzt so zum nach 10 Videos war mal Zeit für eine neue Kamera. Bevor ich mich ans Unboxing gebe, muss ich aber noch mal schnell zur Packstation ein Paket abholen. Gut, da werden wir im zweiten Versuch. Man sollte natürlich auch das Mikrofon einstecken, wenn man eine Aufnahme macht. Die Pakete sind geholt aus der Packstation. Das ist nur mal kurz der Kamera zuwenden. Ich habe mir gefühlt 100 Ratschlagsvideos auf YouTube angesehen zum Thema, welche Kamera denn jetzt gut für Vlogs ist. In der Regel werden Spiegelreflexkameras empfohlen. Jetzt habe ich aber schon eine Spiegelreflexkamera, eine Nikon, mit der ich sehr zufrieden bin, für die ich auch relativ viel Zubehör habe. Aber der Body ist aus der Zeit, wo Spiegelreflexkameras noch keine Videos gemacht haben. Und außerdem hat sie keinen klappbaren Display. Sodass ich vor der Wahl stand, kaufe ich mir eine separate Kamera oder einen neuen Body für Nikon. Ich habe mich dann mal umgesehen, was es auf dem Markt für Camcorder gibt. Und habe mir das Liner von JVC angesehen. Und wie es der Zufall so will, kam ich dann bei Amazon über eine gebrauchte bzw. ein Vorführgerät. Und das Angebot war so unschlagbar günstig, dass ich dann zugeschlagen habe und mir für YouTube-Video einen Camcorder von JVC zugelegt habe, den Everio R aus dem Lineup von 2017. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Dadurch, dass es ein Vorführgerät war, ist es auf jeden Fall so eine Preisrahmen, dass ich mir das durchaus auch den Fehler leisten kann, dass, falls es nicht gut ist. Aber erstmal gebe ich ihm ja, the benefit of the doubt und werde mal versuchen, das nächste halbe Jahr damit umzugehen. So, lange Rede, genug damit. Lass ihn uns auspacken. Ausgepackt ist er. Schauen wir uns einmal noch mal kurz von der Nähe an. Ganz normaler Camcorder, genauso groß wie meine Hand. Ich denke mir, wir werden gut miteinander klarkommen. Als allererstes muss er natürlich jetzt an die Ladestation und wir machen mit dem nächsten Paket weiter. Das hätten wir auch erledigt. Zwei Filter von Gobe. Einmal ein UV-Filter, sozusagen als Immer-Drauf-Filter und Schutz fürs Objektiv. Und dann noch einmal eine Sonnenbrille für unseren
Oder es freut mich sehr, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Subscribe sehr freuen. Ich habe noch ein Problem, wo ich um Mithilfe bitten würde. Und zwar, wo bekommt ihr denn eure Background-Musik her? Ich habe mir verschiedene Optionen angeguckt, aber die sind teilweise entweder relativ teuer und lohnen sich erst ab einer wirklich voll monetisierten Plattform, oder die Auswahl ist recht beschränkt. Daher würde mich mal interessieren, was ihr benutzt. Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Like und Subscribe und bis zum nächsten Mal.